es insgesamt mit diesem Sondervermögen weitergeht. Da sind wir sehr gespannt auf die Äußerungen. Die Mikrofone sind aufgebaut. Wir haben den Minister eben auch schon gesehen in den Gängen des Deutschen Bundestages. Er hat also nur noch wenige Meter vor sich und wird dann gleich am Mikrofon sprechen. Ein kleiner Moment hat die Kollegin gerade noch im Vorbeigehen gesagt. Dafür reichen meine Kenntnisse im Lippenlesen aus. Aber wir sind gespannt, was denn der Minister Pistorius gleich sagen wird. Jetzt ist da noch eine andere Person aus dem Gremium. Jetzt wird also gleich da einiges zu hören sein, wo denn der Schuh eventuell drückt. Da fragen wir nochmal nach bei Nadine Toroxl, unserer Hauptstadtkorrespondentin. Ist im Vorfeld dieses Statement schon irgendetwas durchgedrungen, wo denn genau die größten Probleme sind, wo das Geld aus dem Sondervermögen nicht ankommt, aber wo es eigentlich ankommen sollte und ankommen müsste? Naja, das 100 Milliarden Euro Sondervermögen, was man dazu sagen kann, ist, dass ein großer Teil dieses Sondervermögens schon ausgegeben ist, zumindest auch verplant ist für große Rüstungsprojekte, beispielsweise für neue Kampfjets. Das dauert aber immer auch eine ganze Weile, bis die dann am Ende auch angeliefert werden. In der Bundeswehr und eben auch, das war auch ein großes Thema in den vergangenen Wochen, geht es ja vor allem auch darum zu fragen, wie funktioniert das eigentlich mit der Ausstattung und warum kommt eben vieles bei der Bundeswehr nicht an. Es gab erst vor kurzem den sogenannten Wehrbericht von der Wehrbeauftragten des Bundestages und er trat noch mal deutlich zutage, wo überall der Schuh drückt, beispielsweise beim Personal, auch bei der Frage Ausstattung der Bundeswehr, vor allem wenn man auf das Thema Waffen blickt. Da spielt es natürlich auch eine Rolle, dass viele Waffenlieferungen jetzt eben an die Ukraine gehen und damit die Bestände hier für die Bundeswehr ein Stück weit weniger werden. Und da gab es dann eben doch auch die Verwunderung, dass man gesagt hat, naja, man hat doch jetzt für das Sondervermögen wahnsinnig viel investiert. Warum kommt denn da so wenig an? Ja, weil eben auch jede Menge in die Zukunft investiert werden muss. Und man wird sicherlich gerade in puncto Verteidigung in den kommenden Jahren und wahrscheinlich auch schon im laufenden Jahr eine Debatte darüber haben, wie die Bundeswehr finanziert werden kann und wo eben das Geld für den Verteidigungsetat herkommen soll. Es laufen jetzt ja gerade die Haushaltsverhandlungen, die laufen jetzt gerade so langsam an. Und da wird es sicherlich eine Rolle spielen, dass das Verteidigungsressort sagen wird, wir brauchen mehr Geld für die Ausstattung und für die Aufgaben, denen wir uns zu widmen haben. Und in Zeiten von Sparzwängen, in Zeiten, wo der Bundesfinanzminister sagt, es muss gespart werden, da ist dann eben die Frage, wo dieses Geld herkommt. Das Gremium hat getagt. Wir sehen gerade, dass da der Bundesverteidigungsminister steht und jetzt ein Statement geben wird. Vielen Dank, Nadine. Wir sind sehr gespannt und hören Wir zu. sind ein Untergremium des Haushaltsausschusses eingerichtet mit der Einführung des Sondervermögens. Ziel dieses Untergremiums ist, eben in quartalsweisen Sitzungen sowie weiteren Berichterstattungen uns darüber unterrichten zu lassen, wie die Mittel des Sondervermögens gebunden werden, wie sie abfließen, weil eben der parlamentarische Wille ja ganz eindeutig ist, dass wir möchten, dass das Geld nicht nur bereitgestellt wird, sondern dass es auch möglichst schnell bei der Truppe ankommt, in der Ausrüstung, aber eben auch in der Modernisierung der Waffen und all dem, was da ansteht. Wir hatten das Ziel, dass zum Ende des Jahres 2023 zwei Drittel des Sondervermögens gebunden sind. Der Minister wird da sicher gleich noch was zu sagen, wo wir uns jetzt ein Quartal weiter befinden. Und damit übergebe ich auch gerne schon an dich. Ja, vielen Dank, liebe Wiebke. Ja, mache ich gerne. Ich dachte, ich bin auch so zu verstehen, aber Sie haben natürlich recht, mache ich sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass ich heute das erste Mal hier beim Gremium Sondervermögen dabei sein kann. Es ist übrigens die erste Sitzung, die zurückblicken kann auf ein ganzes Jahr Sondervermögen. Und das ist in der Tat auch eine erfreuliche Bilanz, weil dieses Jahr uns zeigt, dass die Entscheidung zum Sondervermögen für die Bundeswehr über 100 Milliarden Euro sehr, sehr richtig war. Die Bedrohungslage, das muss ich hier nicht ausführen, hat sich weiter verschärft und damit auch die Anforderungen an uns, an die Bundeswehr, an das Bundesverteidigungsministerium, die Zeitenwende eben nicht nur, wie soll ich sagen, mitzuerleben oder Zeuge zu sein, sondern sie mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen und die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Konkret bedeutet das, wir beschaffen in einer Geschwindigkeit, wie es das noch nie gegeben hat, Mittel und Material für unsere Soldatinnen und Soldaten und sorgen für die nötige Infrastruktur. An der Stelle will ich erst einmal Danke sagen, stellvertretend an dich, liebe Wiebke, an das ganze Gremium, aber auch an das Parlament insgesamt für die großartige Unterstützung bei der Verwendung des Sondervermögens, bei der Umsetzung all dessen, was damit zusammenhängt. Im letzten Jahr ist tatsächlich schon sehr, sehr viel gelungen. Nur aus dem Sondervermögen, also wohlgemerkt nur aus dem Sondervermögen,
sind bereits mehr als in dem letzten Jahr 20 sogenannte 25 Millionen Euro Vorlagen in das Parlament gegangen und dort gebilligt worden. Hinzu kommen noch die Vorlagen aus dem Einzelplan. Allein mit diesen Vorlagen zum Sondervermögen konnte ein Gesamtvolumen von rund 24 Milliarden Euro vertraglich gebunden werden. Projekte wie die Beschaffung von 50 weiteren Puma-Schützenpanzern, 60 schweren Transporthubschraubern und die Zeichnung des Kaufvertrages für das Luftverteidigungssystem Arrow sind hier nur einige Beispiele aus dem letzten Jahr, aber welche, die wirklich hervorstechen. In den letzten 14 Monaten haben wir 7,8 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen in Ausrüstung investiert. Auch das ein nie dagewesener Betrag. Aber noch entscheidender, es ist uns gelungen, insgesamt rund 80% der Mittel des Sondervermögens zu binden. Und an dieser Stelle will ich noch mal betonen, ich habe es gerade angedeutet, insgesamt wurden im letzten Jahr aus beiden Haushaltstiteln 55 Vorlagen durch den Haushaltsausschuss gebilligt, also Sondervermögen und Einzelplan zusammengerechnet. Das ist eine gewaltige Zahl. Das sind mehr als 25 Millionen Euro Vorlagen, mehr als jemals zuvor. Und das heißt, wir haben richtig Geschwindigkeit aufgenommen in der Beschaffung. Aber darauf können wir uns natürlich nicht ausruhen, weil es ist noch viel zu tun. Die Zeiten werden und sind nicht friedlicher. Im Gegenteil, und unsere Bundeswehr wird weiter in den kommenden Jahren gefordert sein, weswegen es jetzt darauf ankommt, weitere Beschaffungen auszulösen. Allein aus dem Sondervermögen werden wir für dieses Jahr weitere 19,8 Milliarden Euro investieren. Und wir werden voraussichtlich eine noch deutlich höhere Zahl an Vorlagen in den Haushaltsausschuss einbringen. Wenn nichts dazwischen kommt, reden wir über eine dreistellige Zahl. Ich hoffe natürlich, wie in der Vergangenheit, auch auf die Zustimmung der jeweiligen Gremien. Unsere Anstrengungen, die dabei sichtbar werden, machen sich bezahlt. Wir erreichen erstmals in diesem Jahr wieder das 2%-Ziel der NATO, ich glaube seit mehr als 30 Jahren. Das ist wichtig als Signal an unsere Verbündeten, an die NATO. Es ist aber auch ein wichtiges Signal, wenn ich über Ausrüstung, Infrastruktur und Gerät nachdenke für unsere Truppe. Und es ist eben ein wichtiges Signal für unsere Verteidigungsfähigkeit und Kriegstüchtigkeit. Wir tun damit alles, und das ist der Auftrag, um nicht mehr und nicht weniger geht es, damit unsere Soldatinnen und Soldaten in den Stand versetzt werden, Landes- und Bündnisverteidigung gewährleisten zu können. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Herr Scholz, Herr Pistorius, eine ganz kurze Frage. Der polnische Außenminister hat sich darauf eingelassen und gesagt, dass Soldaten großer westlicher bzw. großer Länder schon bereits in der Ukraine wären. Wie gefährlich ist solche Ausstattung in aktuellen Zeiten? Das habe ich nicht zu bewerten. Das muss der Regierungschef Polen selber beurteilen. Ich kenne die Aussage auch nur aus den Medien, deswegen bin ich da sehr zurückhaltend. Können Sie diese Aussage nicht bestätigen? Ich kann gar nichts dazu sagen. Herr Stuttgart, Sie waren der Nächste. Frau Vorsitzende, Herr Minister, jetzt haben wir ja die Situation, dass das Sondervermögen zu zwei Drittel vertraglich gebunden ist. Sie sind aber das erste Mal physisch hier und ich habe in den letzten Monaten keine Stellungnahme Ihres Gremiums gesehen, möglicherweise auch durch mein Versehen. Mögen Sie mir doch mal bitte beschreiben, wie die Zusammenarbeit zwischen Ihnen überhaupt funktioniert? Was kontrollieren Sie, wenn Sie kontrollieren? Und wie haben Sie, Herr Minister, den Kontakt zu diesem Gremium? Das kann ich gerne tun. Erstmal ist es, glaube ich, ein gutes Zeichen, wenn aus einem Gremium, das den Vollzug des Haushaltes kontrolliert und darüber debattiert, aus geheimen Sitzungen und auch grundsätzlich nichts herausdringt. Ich hatte das eingangs gesagt, wir haben heute die 5. Sitzung. Das heißt, wir tagen etwa quartalsweise. Wir tagen geheim, sodass eben auch nur 13 Mitglieder, die alle direkt vom Bundestag gewählt sind, in diesem Gremium beraten. Jede Fraktion darf einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin da hinzufügen, also teilnehmen, die alle sicherheitsüberprüft sind. Und darüber hinaus kommen dann in der Regel in jeder Sitzung bisher der parlamentarische Staatssekretär Thomas Hitschler, der im BMVG eben auch als Staatssekretär den Haushaltsbereich in seinem Zuständigkeitsbereich hat. Und so tagen wir darüber hinaus, wenn es zwischen den quartalsweisen Sitzungen Nachfragen gibt, gibt es immer die Möglichkeit, mündliche und schriftliche Anfragen zu tagen. Und insgesamt will ich bewerten, dass, wenn man nichts aus dem Gremium hört, es an der Stelle ein gutes Zeichen ist. Denn wir sind ja ein Kontrollgremium und nicht eins, das in der Öffentlichkeit tagt. Dem kann ich mich ausdrücklich nur anschließen. Ein geheimes Gremium, das geheim bleibt, ist ein gutes Gremium. Die zweite Bemerkung, es war ein früherer Besuch schon geplant im Gremium, eine frühere Beratung, die ist dann, glaube ich, den etwas durcheinander geratenen Haushaltsberatungen im Herbst zum Opfer gefallen. Wir holen sie jetzt nach, von daher wäre ich sonst schon
Oktober, November war er wahrscheinlich hier gewesen. Das Ministerium selbst ist aber, wie Sie gerade gehört haben, durch den parlamentarischen Staatssekretär und dadurch regelmäßig vertreten. Dadurch weiß ich, was im Gremium passiert. Ich weiß vor allen Dingen auch, wenn es mal hakt, was ich bislang nicht erlebt habe, was dann zu tun ist. Also von daher gibt es einen engen Austausch auf der Ebene derjenigen, die die tägliche Arbeit machen. Und ich bin sehr dankbar für die geräuschlose Art und Weise, in der das alle Parlamentarier aller Fraktionen in diesem Gremium tun. Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht der Fall ist, dann herzlichen Dank und einen schönen Abend. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Tschüss. Bis hierhin das Statement von Bundesverteidigungsminister Pistorius, der heute zum ersten Mal Teilnehmer war im sogenannten Gremium Sondervermögen Bundeswehr im Deutschen Bundestag. Das kommt regelmäßig zusammen. Das soll das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen beratend begleiten, so wie es formuliert ist. Und wir fragen direkt mal nach bei Nadine Toroxel, bei unserer Reporterin im Deutschen Bundestag. Wie würdest du das Gehörte bewerten, was sowohl der Minister gesagt hat, als auch die Abgeordnete Wiebke Esther eben aus diesem Gremium Sondervermögen Bundeswehr? Ist man zufrieden mit den Geldern, die jetzt geflossen sind und die immer noch fließen? Oder kommt das nicht da wirklich an, wo es eigentlich hin müsste? Naja, erstmal, so haben es ja beide auch beschrieben, sowohl der Bundesverteidigungsminister als auch die Vorsitzende des Gremiums Sondervermögen, Wiebke Esther von der SPD, dass es erstmal ein gutes Zeichen ist, dass vom Sondervermögen doch schon eine ganze Menge abgeflossen ist, nämlich zwei Drittel abgeflossen, bedeutet eben auch ein Großteil dieses sogenannten Sondervermögens ist bereits geplant und verplant. Da geht es ja vor allem um große Rüstungsprojekte. Der Bundesverteidigungsminister hat einige genannt. Puma-Schützenpanzer, das Arrow-Abwehrsystem. Es geht aber, sollen aber beispielsweise auch neue Kampfjets angeschafft werden. Das Milliarden-Sondervermögen, dieses 100 Milliarden Euro Sondervermögen, hat die Bundesregierung ja ins Leben gerufen als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, weil klar war, man will die Ukraine unterstützen und vor allem muss man eben auch gucken, dass man in der Landes- und in der Bündnisverteidigung sich besser aufstellt. Das Geld kommt schon da an, wo man es braucht, um es mal so zu formulieren. Aber es braucht eben gerade auch bei Rüstungsgütern eine ganze Zeit von der Planung der Ausgabe am Ende bis zu dem Zeitpunkt, wo das jeweilige Gerät dann tatsächlich auf dem Hof steht. Die Bundeswehr könnte noch deutlich mehr Unterstützung brauchen. Es gab ja gerade erst den Wehrbericht und da war klar, es fehlt an Personal, es fehlt zum Teil aber auch an Waffen, weil eben viel in die Ukraine geht. Es fehlt auch noch an Ausstattung, beispielsweise in den Kasernen, die zum Teil in einem schlechten Zustand sind. Aber da kommt man eben genau an den Punkt, dieses Sondervermögen für große Projekte wird eben nicht auf alle Zeiten ausreichen. Und dann ist die Frage, wie wird die Bundeswehr beispielsweise mit der Verteidigungsetat weiter finanziert, in welchem Umfang wird er finanziert? Und das werden harte Verhandlungen, wenn man da auch auf das laufende Jahr blickt, denn tatsächlich sagt der Bundesfinanzminister ja, wir müssen sparen. Der Bundesverteidigungsminister sagt, ich brauche mehr Geld. Bleiben wir nochmal beim Bundesverteidigungsminister Pistorius, Nadine. Der hat gerade eben gesagt, eine geheime Sitzung ist dann gut, wenn sie geheim ist und bleibt. Er spielte höchstwahrscheinlich an auf eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses. Da waren zuletzt ja geheime Infos in Sachen Taurus an die Öffentlichkeit gelangt. Und die Vorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die will diesen Kreis bei geheimen Ausschussrunden nun verkleinern. Ist das nun ein Eingeständnis, dass dann nicht alles sauber gelaufen ist? Ja, ich glaube, dieses Eingeständnis, das hatte man schon recht früh, denn wenn ich es richtig weiß, hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, eben auch Anzeige erstattet wegen Geheimnisverrats. Und das ist ja auch keine Kleinigkeit. Also auch der Bundeskanzler beispielsweise, er hat am Wochenende auf seiner Reise nach Israel und Jordanien gesagt, dass eben ganz dringend aufgeklärt werden müsse, wie diese Details aus dieser geheimen Sitzung des Verteidigungsausschusses eigentlich an die Öffentlichkeit geraten konnten. Das war ja eine geheime Sitzung, in der es vor allem um das Thema Taurus-Marschflugkörper ging. Die war als geheim eingestuft und am Ende sind Details aus dieser Sitzung nach draußen gedrungen. In dieser Sitzung, das ist eben jetzt im Nachgang doch auch sehr debattiert worden, waren es meines Wissens doch eine ganze Menge Abgeordnete. Ich meine, es waren über 100, legen Sie mich nicht auf die Zahl fest, es waren auf jeden Fall jede Menge und es wird jetzt eben auch im Bundestag diskutiert. Und da ist vor allem die Ausschussvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann
jetzt auch vorgeprescht, dass sie gesagt hat, für diese geheimen Sitzungen, da will sie künftig, will sie das deutlich verkleinern, dass da eben deutlich weniger Abgeordnete teilnehmen, und so will man eben auch einschränken, dass solche Vorgänge wie dieser Geheimnisverrat, der da im Raum steht, künftig nicht mehr passieren. Nadine Toroxel, Dankeschön nach Berlin.